Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar zeige ich euch in diesem Video, was ich alles auf der Equitana ergattert habe. Das ist diesmal jetzt gar nicht so viel und ich habe auch wirklich nichts Sinnloses gekauft, wie zum Beispiel eine Schabracke. Jetzt werden viele sagen, Schabracken sind nicht sinnlos. Aber ich habe einfach genug und habe mir auch vorgenommen, diesmal keine zu kaufen. Und obwohl es so viele schöne gab, habe ich auch keine gekauft. Solltet ihr auf der Equitana gewesen sein, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gekauft habt. Würde mich auch mal interessieren. Ich wette, dass die meisten auch irgendwie eine Schabracke oder sowas dabei haben. Ich diesmal aber nicht. Dann fangen wir zuallererst mal an mit den Sachen für mich. Was ich auf jeden Fall gebraucht habe und auch gekauft habe, ist ein neuer Gürtel. Mein Freund hat die ganze Zeit gesagt, Isa, du musst dir mal einen neuen Gürtel kaufen, dein Gürtel ist so kaputt. Und ich bin halt so, ein Gürtel muss praktisch sein, aber meistens hängt bei mir sowieso das T-Shirt drüber, deshalb sieht man ihn eigentlich nicht. Und dann war ich also, ja, kaufe ich mir. Und jetzt habe ich mir wirklich mal eingekauft, und zwar diesen hier. Wenn ich jetzt wüsste, wie man die Marke ausspricht. Jeff? J? FF? Ja, von dieser Marke auf jeden Fall. Mit einem Gebiss als Verschnallung, also beziehungsweise an der Verschnallung. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Gürtel. Ich glaube, hat 19,90 Euro gekostet. Habe ich auf jeden Fall gebraucht und auch gekauft. Was ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, aber irgendwie fand ich die Jacke dann doch ganz schön, ist diese Jacke von HKM. Ist dunkelblau und die Reißverschlüsse sind alle rot. Hinten drauf steht auch nochmal Pro-Team. Und das ist jetzt keine ganz dicke Winterjacke, würde ich sagen, aber so eine halbdicke. Hat innen auch ein bisschen Vlies und ist auf jeden Fall sehr kuschelig. Kostet eigentlich, lass mich gucken, 80 Euro. Und hat jetzt gekostet 34,95 Euro. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich brauche sie jetzt nicht unbedingt. Aber ich habe jetzt auch keine richtig dezente Jacke. Und da habe ich mir gedacht, die ist mal gut, die kann man zu allem anziehen. Wird wahrscheinlich bei mir auch keine Stalljacke werden, sondern eine Jacke für den Alltag. Ja, die fand ich auf jeden Fall schön und musste sie haben. Dann gibt es auf der Equitana ja auch nicht nur Pferdesachen, sondern auch Sachen für Hunde. Da gab es dann auch mal etwas Neues für den Neo und für die Sheila. Und zwar beide haben ein neues Halsband bekommen. Der Neo, dieses dunkelblaue mit Sternchen und diesen Strichen, auch von Jeff, wenn man es so ausspricht. Und ja, das ist auf jeden Fall Neos Halsband. Boah, ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat. 15 Euro? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, da habe ich gerade weitergeguckt, als die Mama das dann noch gekauft hat. Und auch eine super schöne Marke, wo ich auch vor 2 Jahren in der Festhalle auf dem Turnier schon mal eine Leine für die Sheila gekauft habe, ist The Royal Dog and Cat. Und die haben total viele schöne Sachen für Hunde und Katzen und nicht nur Halsbänder und Leinen, sondern auch Körbchen und sowas. Und die produzieren auch alles selbst hier in Deutschland. Jetzt verbirgt sich hinter diesem rosa karierten Täschchen nämlich Sheilas neues Halsband. Und zwar dieses hier. Okay, wir hatten es schon mal an, deshalb hängen da jetzt ein paar Hundehaare dran. Das hat Engelchen drauf und türkisfarbene Steinchen und hier noch so ein türkisfarbenen Stein und ein paar Nieten. Und es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Steht der Sheila auch ziemlich gut, wie ich finde. Man sieht halt auch einfach bei den Halsbändern und generell bei den Produkten dort, dass da sehr viel Arbeit dahinter steckt und dass sie sich auch sehr viel Mühe geben und halt es nicht nur so, ich sag jetzt mal, 0815 Produkte sind oder so. Ja. Das ist auf jeden Fall Sheilas neues Halsband. Dann kommen wir jetzt zu den Sachen für Nespresso. Ich habe auf jeden Fall einen neuen Sattelgurt gebraucht und den habe ich auch gefunden. Für den Springsattel so ein 1,20 Meter Gurt von Löstau. Hippopren Komfort von Löstau. Der hat hier dieses Spezialmaterial. Oh, und ich habe vergessen, wie es heißt, dass das so weich ist, nachgibt. Muss ich nochmal nachgucken, aber vielleicht wissen die meisten ja schon, was gemeint ist. Also das ist so... Ich habe vergessen, wie es heißt. Naja gut, auf jeden Fall steht es auch nicht drauf. Aber auf jeden Fall ein neuer Sattelgurt. Der hat 30 Euro gekostet und hat hier auch ein bisschen Gummizug. Dann habe ich noch von Parisol, also Bense und Eike, eine ganz
tolle Tüte voll mit Produkten zum Probieren bekommen. Und zwar sind da auch zwei neue Produkte drin, und zwar das Pferdedeo. Wohl ein ziemlich, ja, stark riechendes Fliegenspray für den Sommer. Habe ich noch nicht dran gerochen, aber es soll wohl sehr, sehr stinken. Und um ein bisschen mit dem Hype mitzugehen, Starfinish Schweif-, Mähen- und Fellspray in der Einhorn-Edition. Süß. Wer würde das seinem Pferd denn auch gerne auf den Schweif sprühen? Bestimmt einige. Dann zeige ich euch jetzt nochmal, was noch alles mit in meiner Tüte drin war. Und zwar ist das ja dieses Unicorn Edition Schweifspray, das Pferdedeo, dann Skin Dog, das ist so ein Wundspray, nochmal ein Bremsenschock, also ein Fliegenspray, Brillant Lederöl, ich kann nämlich jetzt richtig meine ganzen Sachen putzen, dann eine Probierpackung Sattelseife, die ich auch schon hatte, aber die fast leer ist. Hufsalbe in Grün, die hatte ich auch schon mal. Hier noch Pferdegel, das kühlt und entspannt. Außerdem noch ein Leder-Cleaner-Spray und ein Leder-Conditioner, auch als Spray. Also die zwei gehören so ein bisschen zusammen. Sollte man also nacheinander benutzen. Die Sprays wollte ich eh die ganze Zeit schon mal ausprobieren, weil ich manchmal ehrlich gesagt ein kleines bisschen zu faul bin, um Wasser am Waschbecken zu holen, um mal ganz schnell mit Sattelseife irgendwas sauber zu machen. Und da ist das Spray dann doch ziemlich praktisch. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann ist noch ein Anti-Itch-Spray dabei. Das ist gegen Juckreiz und ich denke mal, wenn Pferde sich schubbern und sowas. Dann noch Bienenwachs-Lederbalsam. Das habe ich auch gerade zu Hause in Gebrauch. Aber noch so ein kleines Päckchen mehr schadet ja auch nicht. Ja, Huföl, weiß auch wahrscheinlich jeder, was mit gemeint ist. Und Lederpflegetücher, auch total cool für mich. Ich hatte mir schon mal welche gekauft beim Rossmann, aber die waren irgendwie sofort ausgetrocknet und nicht so gut. Und da bin ich jetzt ganz gespannt auf die, weil die sind super, um mal ganz schnell die Reitstiefel oder sowas sauber zu machen, die ja auch immer total schnell dreckig werden. Vielen Dank also nochmal an dieser Stelle an Parisol für die ganzen Produkte. Was ich mir auch die ganze Zeit schon mal kaufen wollte, aber irgendwie nie dazu gekommen bin, ist ein Knotenhalfter. Und da habe ich dieses hier gefunden. Das ist hellblau. Knoten, Knoten, Knoten. Ja, mit Strick für 11 Euro. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, von welcher Marke es ist. Ja, werde ich auf jeden Fall dem Espresso dann auch direkt mal anprobieren. Was ich auch wirklich nur kaufe, wenn ich es brauche, sind Leckerlis. Und da habe ich mir diesmal zwar keinen Eimer selbst zusammengestellt, weil ich dann auch keine Lust hatte, die ganze Zeit rumzutragen, die Leckerlis. Als wir dann aber gerade am Gehen waren, haben wir doch noch diesen riesen Eimer Leckerlis stehen sehen von Doi Cavallo und haben gesagt, okay, nehmen wir den noch mit. 5 Euro dieser ganze Eimer Leckerlis. Und den mussten wir ja dann auch nur noch einmal zum Auto schleppen. Da habe ich mal gesagt, oh, noch eine Tüte Leckerlis. Also gab es noch eine Tüte Doi Cavallo Leckerlis mit Himbeergeschmack dazu für 2 Euro. Ja. Und das letzte, was ich von der Equitana mitgenommen habe, ist dieses Buch von Cosmos Pferde kennen und verstehen, Verhalten, Umgang und Reiten von Christiane Gohl. Und das haben wir auch geschenkt bekommen. Da ist eine Frau rumgelaufen und hat die Bücher verschenkt und habe ich gesagt, okay, ich möchte auch eins und ja, werde das dann jetzt mal lesen, wenn ich Zeit habe nach unserem Umzug. Sind auf jeden Fall ganz viele Bilder drin und ganz viele Erklärungen und ganz viel geschrieben und ist mit Sicherheit interessant. Das war es auch schon mit meinem kleinen Equitana-Einkaufsvideo. So viel war es diesmal nicht. Aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Bin schon ganz gespannt zu lesen, was ihr alles so gekauft habt in den Kommentaren. Es wird auch noch mindestens 2 weitere Videos bezüglich der Equitana geben. Das eigentliche Equitana-Video, wo ich euch ganz viele Eindrücke von unserem Wochenende zeige. Und noch 1 oder 2 Auftritte vom Showprogramm, die ich komplett gefilmt habe, weil sie mich so fasziniert haben. Und boah, vielleicht weiß ja schon jemand, wer gemeint ist. Aber die Videos werden auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen online kommen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das war es jetzt wirklich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss!